Und hier auf dem Hamburger Rathausmarkt heißen wir auch alle Freundinnen und Freunde willkommen aus Niedersachsen, aus Schleswig-Holstein, aus Bremen und Mecklenburg. Kiel ist auch da. Heute hier in Hamburg setzen wir ein klares Zeichen gegen CETA und gegen TTIP. Und wir haben ein sehr buntes und straffes Programm an Rednerinnen und Rednern. Von uns ein herzliches Willkommen und hier noch ein paar Hinweise. Als kirchliche Institution engagieren wir uns seit Jahren für eine lebensdienliche Wirtschaft, in der der Mensch im Mittelpunkt steht. Heute wollen wir hier in Hamburg anknüpfen an die Demos in Berlin und in Hannover. Friedlich, fair und für eine globale Gesellschaft, die auf Solidarität und soziale Gerechtigkeit gründet. Wer dagegen aus nationalsozialistischen und rassistischen Motiven ausgrenzt, wer demokratische Rechte durch autoritäre Politvorstellungen bedroht, diese Menschen haben hier heute nichts zu suchen. Solche Vorstellungen sind mit dem, wofür wir hier heute stehen und einstehen, unvereinbar. Wir treten ein für eine solidarische Welt, in der Vielfalt eine Stärke ist. Deshalb gibt es auf unserer Demonstration keinen Platz für Rassismus, Anti-Amerikanismus und Rechtspopulismus. Auf geht's! Wir sind hier, um ein klares Zeichen gegen CETA und gegen TTIP zu setzen. Und jetzt heißt mit mir herzlich willkommen die Bundesvorstandssprecherin von Mehr Demokratie, Claudine Niert. Liebe TTIP-Gegner, liebe CETA-Gegner, herzlich willkommen! Liebe Stuttgarter, liebe Leipziger, liebe Frankfurter, Köln, Berlin und herzlich willkommen. Und liebe TTIP-Befürworter, liebe CETA-Befürworter, lieber Herr Gabriel, liebe Angela Merkel, liebe EU-Kommission, sind wir Politik verdrossen? Nein! Ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politik verdrossen. Nein! Wir sind heute alle zusammengekommen, um unsere Kräfte zu bündeln, um zu zeigen, wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir wollen gerade nicht, dass Verträge hinter verschlossenen Türen ausgehandelt werden und wir davon ausgeschlossen sind. Nein, wir wollen beteiligt sein, wenn CETA verhandelt wird. Und wir wollen gefragt werden, wenn die EU Verträge mit Kanada schließt, aus denen wir kaum noch wieder rauskommen und die wir noch nicht mal ändern können. Da wollen wir gefragt werden. Und wir wollen auf gar keinen Fall, dass eine vorläufige Anwendung in Kraft tritt. Wer von euch würde in ein Haus ziehen und zwei Jahre später den Kaufvertrag unterschreiben? Niemand! Das beste Gegenmittel für solch undemokratische Verträge ist doch die Demokratie selbst. Deshalb fordern wir, ne, seht ihr hier, TTIP, CETA, Volksentscheid. Unser gemeinsamer Widerstand, unsere liebevolle Hartnäckigkeit hat sich schon gelohnt. Wo ist TTIP? Angeblich vom Tisch. TTIP vom Tisch? Vorsicht! Heute konzentrieren wir uns erstmal auf die vorliegenden Verträge von CETA. Die müssen vom Tisch. Deshalb haben wir Mehr Demokratie zusammen mit Compact und Foodwatch, gemeinsam mit 125.000 Bürgerinnen und Bürgern die größte Bürgerklage Deutschlands beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vor zwei Wochen eingereicht. Weil wir verhindern wollen, dass Gabriel in der Kommission dafür stimmt. Weil wir verhindern wollen, dass es eine vorläufige Anwendung gibt. Und gestern haben wir in Schleswig-Holstein eine Volksinitiative gestartet,
um die Landesregierung aufzufordern, im Bundesrat gegen CETA zu stimmen. Alle Schleswig-Holsteiner, tragt euch ein, ladet die Listen runter, tragt euch offline ein und schickt sie uns. Oder unterschreibt heute hier auf der Demo. SH-stoppt-CETA.de. War der erste Teil. Wir nutzen alle demokratischen Mittel, um zu zeigen, nein, wir sind nicht politikverdrossen. Wir stehen hier aufrecht, wir erheben unsere Stimme. Und wir sind das einzige Land in der EU, das noch nie eine nationale Volksabstimmung erlebt hat. Das einzige Land unter 28 Mitgliedstaaten. Stellt euch vor, wir hätten heute die Möglichkeit, über CETA tatsächlich abzustimmen. Was meint ihr, wie ernsthaft dann die Diskussion wäre heute? Dann müssten wir nicht mehr demonstrieren, dann dürften wir entscheiden. Dann dürften wir tatsächlich unsere Stimme machen, dann würden die Gegner vielleicht unsere Argumente mal hören. Ja, und Demokratie ist riskant, wir wissen das. Wir können tatsächlich die falschen Parlamente und Regierungen wählen. Wir können sogar in den Abstimmungen die falschen Entscheidungen fällen. Aber was ist denn viel riskanter? Riskanter ist doch, wenn Lobbykonzerne Einfluss nehmen auf unsere Demokratie versuchen auszuhöhlen. Wenn Lobbykonzerne unsere Staaten bilden und unsere Parlamente aushöhlen, das ist riskant. Das versuchen wir zu verhindern. Deswegen brauchen wir die bundesweite Volksabstimmung. Und nach unserer Lesart sind die jetzt vorliegenden CETA-Verträge wirklich so, dass sie die Demokratie aushöhlen, dass sie eben nicht fair sind. Und wir könnten ja eine Volksabstimmung riskieren, auch vor dem Hintergrund, dass CETA-Verträge dann vielleicht angenommen werden würden. Aber dann sind sie im Vorfeld offen verhandelt, fair verhandelt. Vielleicht springt dann sogar was für uns Bürger raus und nicht nur für die Konzerne. Und wir alle Menschen, wir alle Bürgerinnen und Bürger hätten die Möglichkeit, entweder ja oder nein zu stimmen. Wir hätten eine klare Entscheidung für unsere Zukunft. Deshalb TTIP, CETA. Volksentscheid. Welche Auswirkungen haben CETA und TTIP auf unsere Landwirtschaft? Wie können wir angesichts des globalen Supermarktes eine bäuerliche, vielfältige Landwirtschaft erhalten? Eine solidarische Landwirtschaft fördert und erhält eine vielfältige Landwirtschaft. Begrüßt mit mir ganz herzlich die Geschäftsführerin des Netzwerkes Solidarische Landwirtschaft Deutschland, Stefanie Wild. Ja, ich spreche hier für das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Eine noch sehr kleine und sehr junge Organisation. Und man mag sich fragen, wie komme ich an diesem prominenten Redeplatz auch noch zu einem Freihandelsabkommen? Ich glaube, es liegt daran, dass wir alle auf der Suche sind nach Alternativen. Nach Alternativen zu diesem globalen Wahnsinn da draußen, von dem TTIP und CETA nur die Spitze des Eisberges sind. TTIP und CETA sind die konsequente Fortführung des Glaubens an ein Wirtschaftsmodell, das nicht das Wohl der Gesellschaft und der nächsten Generation im Blick hat, sondern die Markt- und Profitinteressen Einzelner. Je mehr das Wachstum die Lösung für unsere Probleme sei, sie ist die Ursache. Unser Planet ist begrenzt. Die Kapazitäten unserer Ökosysteme sind begrenzt. Wachstum ist begrenzt. In den USA lagern Tonnen von Käse, die dort keinen Absatz mehr finden. Hier glaubt man, damit noch ein Geschäft machen zu können. Na klar, ohne Umwelt- und Sozialstandards können die dort billiger produzieren. Aber billige Lebensmittelimporte dürfen nicht zu einem Verschwinden der bäuerlichen Landwirtschaft führen und dadurch die Ernährungssicherheit gefährden. Weder in den Ländern des Südens noch in Europa. TTIP und CETA ist auch der Glaube, dass Landwirtschaft industrialisierbar sei. Sie ist es nicht. Die industrielle Landwirtschaft ist gerade dabei, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Seit ihrer Einführung der industriellen Landwirtschaft sind weltweit 40% unserer fruchtbaren Böden verloren gegangen, als ein Beispiel.
Landwirtschaft arbeitet mit dem Lebendigen und ist abhängig von äußeren Faktoren wie dem Standort und Wetterverhältnissen. Zum Vergleich, wie wäre es denn, wenn der Erlös der Automobilkonzerne vom Wetter abhinge? Landwirtschaft kann keine Industrie sein. Standards zum Schutz unserer Umwelt müssen global angehoben werden und nicht, wie durch TTIP und CETA geplant, gesenkt. TTIP und CETA sind auch der Glaube, dass für die sowieso schon reichen Nationen Lebensmittel noch billiger sein müssten, sodass die Konsumenten ihr Geld in noch mehr Konsumgüter stecken können. Billige Lebensmittel vernichten aber unsere heimische Landwirtschaft, unsere Möglichkeit zur Selbstversorgung. Das kann nicht nur in Krisenzeiten wichtig sein. Und es verhindert einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen, Boden, Wasser und biologische Vielfalt. TTIP und CETA ist rückwärtsgewandt. Wir brauchen eine Politik, die die Probleme von heute wie Klimawandel, Hunger, Kriege und Artensterben adressiert. Wir brauchen ein neues Denken und Handeln in der Politik und bei uns Verbrauchern. Als Netzwerk Solidarische Landwirtschaft tun wir genau das. Wir bringen Erzeugerinnen und Verbraucherinnen zusammen, um gemeinsam für das zu sorgen, was jeder braucht. Zusammen bilden die Menschen in der solidarischen Landwirtschaft regionale Versorgungseinheiten und können so unabhängig vom Marktgeschehen agieren und vor allen Dingen überleben, existieren. TTIP und CETA bergen zudem noch die Gefahr, dass alternative Wirtschaftsformen, wie zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft, in Zukunft als Handelshemmnisse gelten könnten und damit schlussendlich verboten werden. Darum lasst uns immer lauter unsere Forderungen stellen nach einer Politik der Nachhaltigkeit und lasst uns selbst Teil der Lösung sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Eine Forderung lautet: TTIP und Gentechnik bleibt mir vom Hof. Die Bäuerinnen und Bauern sind die Verlierer solcher Handelsabkommen. Wir freuen uns auf die Milchbäuerin Annelie Wehling aus Schleswig-Holstein. Liebe Leute, ich bin Milchbäuerin aus und mit Leidenschaft. Und ich bin Mitglied im Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. Das ist ein Verband, der sich für faire Marktregeln einsetzt. Mit meinem Mann und unseren Kindern und unserer Schwiegertochter bewirtschafte ich unseren landwirtschaftlichen Milchviehbetrieb im Kreis Steinburg. Und zu uns gehören 80 Kühe in Weidehaltung mit der dazugehörigen Jungviehaufzucht. Und wenn ich ehrlich sein soll, wäre dieser Platz jetzt eigentlich auch der Ort, wo ich lieber wäre als hier. Aber es nützt nichts. Heute musste ich mich hierher bewegen, um meine Empörung über die Art und Weise des CETA- und TTIP-Abkommens geradezu herauszuschreien. Ich bin fassungslos darüber, wie hier im Dschungel juristischer Kniffe Grundlagen geschaffen werden sollen, die sich vor allem den Interessen von Konzernen verpflichten. CETA ist dabei die Hintertür von TTIP und wird uns verniedlicht als vorläufiger Probelauf dargestellt. Dabei handelt es sich auch hier bereits um einen Ausverkauf der Landwirtschaft. Das, was wir in der Landwirtschaft brauchen, nämlich Berücksichtigung der Grundlagen des Reichtums der Natur, kommen hier nicht mehr vor. Es geht um Marktführerschaft und Gewinnmaximierung im Wettbewerb mit der ganzen Welt. Und was ist das eigentlich für ein Abkommen, in dem Konzernen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Interessen in Gesetze zu gießen? Vieles hier ist heute schon gesagt worden und wird noch gesagt werden.
und was sich als Fortschritt verpackt, bei genauer Betrachtung als Mogelpackung herausstellt. Wir haben die Tücken des Investitionsschutzabkommens erkannt. Und ich sage, nationale Gerichtsbarkeit muss ohne Abstriche erhalten bleiben. Eine Machtverschiebung hin zu Konzernen muss verhindert werden. Der Erhalt von Standards für Umwelt- und Verbraucherschutz und Landwirtschaft muss jetzt und künftig sichergestellt bleiben. Er darf nicht aufgeweicht werden. Das Vorsorgeprinzip darf nicht gekippt werden. So wie das Abkommen es jetzt vorsieht, ist es unter anderem ein Türöffner für die grüne Gentechnik. Wir wollen auch keine Aufweichung regionaler Herkunftssiegel für Qualitätsprodukte. Denn regionale Herkunftssiegel stärken bäuerliche Märkte und heimische Landwirtschaft. Und es gilt, diese nicht durch Abkommen wie CETA und TTIP zu schwächen, sondern innerhalb der EU weiter zu stärken und wirksamer zu gestalten. Die Hormonfreiheit von Fleischtransporten hat sich die EU teuer erkauft, indem sie einen enorm hohen Marktzugang im sensiblen europäischen Marktsektor Fleisch zugestimmt hat. Und ich frage mich auch, wie lange es wohl dauern wird, bis die Hemmschwelle noch weiter sinkt und auch bei uns mit Hormon, Klon und chemisch behandeltem Fleisch gehandelt wird. Was den Handel mit Milchprodukten angeht, so gelangt man vollends in einen Zirkus der Absurditäten. Eine hohe Milchproduktion ist sowohl in Kanada, den USA und Europa anzutreffen. Auch hier dürfte die europäische Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung wohl eher zu den Verlierern gehören. Dennoch rechnen sich große Lebensmittelkonzerne Gewinne aus. Liebe Mitstreiter, das, was wir alle täglich mit der Hand zum Mund führen, kommt in erster Linie aus klein- und mittelständischer Landwirtschaft weltweit. Jawohl. In ihr finden wir die Grunderfahrung im Umgang mit Boden, Pflanze und Tier als Basis für nachhaltige Landbewirtschaftung. Wir dürfen uns hier nicht dem Mantra Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit unterordnen. Lobbyisten und Politiker erzählen uns Bäuerinnen und Bauern, dass Freihandel Regionen von freien Bauern schaffen wird. Aber wir wissen, in Wirklichkeit ist es so, dass er Regionen befreit von Bauern schaffen wird. Das, was das CETA und TTIP-Abkommen hervorbringt, eignet sich in erster Linie bestens für eine Zementierung von Machtstrukturen und ebnet damit immer mehr den Weg für eine Agrarindustrie. Mit Freiheit für Bauern und für Verbraucher hätte dies nichts mehr zu tun. Schon gar nicht in Schwellen- und Entwicklungsländern, sondern es führt in die komplett verkehrte Richtung. Fairer Handel, der sich an den Bedürfnissen und Interessen der Menschen orientiert und nicht an Konzerninteressen, ist möglich. Davon bin ich überzeugt. Was,
Was wir brauchen, ist eine Politik, die bäuerliche Strukturen stärkt und es damit Bäuerinnen und Bauern wieder möglich macht, mit ihren Produkten Wertschöpfung zu erzielen. Wir brauchen eine Politik, die wieder Raum lässt für Biodiversität und Nachhaltigkeit. Wir brauchen eine Politik, die endlich aufhört, Ökonomie in unverantwortlicher Art und Weise über Ökologie, Tierwohl und soziale Kriterien zu stellen. Gegen wertehaltigen Welthandel gibt es aus meiner Sicht keine Einwände. Aber es geht immer um Niedrig- und Dumpingpreise und damit um Verdrängungswettbewerb. Die viel gepriesene freie Marktwirtschaft kann nur so frei sein, wie sie auch den Menschen des Jahres 2030, 2050 oder 2150 die Freiheit lässt, nicht Sklaven einer verarmten, vergifteten und klimatisch gestörten Umwelt zu sein. Die Freiheit, die allein auf eine Maximierung des Umsatzes und des Konsums abzielt, bringt zwanghafteres Verhalten hervor als die Freiheit, sich zu beschränken und zu mäßigen. Und das Abkommen mit Kanada ist eben nicht nur eine Blaupause, was bei TTIP zu erwarten wäre. Es ist noch viel schlimmer. Sollte der Vertrag mit Kanada ratifiziert werden, ist TTIP gar nicht mehr nötig. Wie das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung warnt, denn die USA und Kanada gehören gemeinsam der Freihandelszone NAFTA an. Vereinfacht gesagt, reicht dann eine Niederlassung in Kanada, um sich auf die Investorenschutzklausel zu berufen. Für die Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA spricht also nichts. Die Risiken sind enorm und der Nutzen minimal. Ich bin heute nicht nur aufgeregt, denn das Thema packt mich unheimlich an. Ich bin jetzt auch sehr erleichtert, weil ich hier so viele Menschen sehe, die nicht wie Lemminge einer Rambo-Politik hinterherlaufen, sondern in der Lage sind, selber zu denken. Ich wünsche euch und mir, sich diese Fähigkeit zu erhalten und so eine Zukunft im Sinne von Gemeinwohl mitzugestalten. Ich danke euch. Hier aus Hamburg von der Friedensbewegung vorgeschlagen, herzlich willkommen Helene Hohmeier. Ja. Liebe Teilnehmende dieser wunderbaren großen Demonstration, liebe Hamburgerinnen und liebe Hamburger, ich erlebe meine Arbeitswelt als Erzieherin so wie jede Auseinandersetzung für mehr Geld oder bessere Arbeitsbedingungen, so wie schon Rousseau es formulierte: Zwischen dem Schwachen und dem Starken ist es die Freiheit, die unterdrückt, und das Gesetz, das befreit. Also, Rousseau hätte sicher nichts dagegen, wenn wir heute aus Anlass dieser unübersehbaren, entschlossenen Proteste, die einen langen Atem brauchen, diesen Satz etwas abwandeln. Zwischen den Schwachen und den Starken ist es der Freihandel, der unterdrückt, und das Gesetz, das befreit. Den von Menschenhand gemachten größten Katastrophen des vorigen Jahrhunderts lag jeweils die Freiheit der Starken zugrunde.
Die wirtschaftlich Mächtigen und ihre Regierungen haben die Welt unter sich aufgeteilt. 1918 wurden 20 Millionen, 1945 60 Millionen Kriegstote gezählt. Die Gier der Starken nach Reichtum und Macht haben die Schwachen mit ihrem Leben bezahlt. Ist es heute anders? Nein. Ich zitiere Papst Franziskus. Damit das System fortbestehen kann, müssen Kriege geführt werden, wie es die großen Imperien immer gemacht haben. Das globale Wirtschaftssystem führt zur Barbarei. Es braucht den Krieg und es stellt das Geld und nicht den Menschen in den Mittelpunkt. Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, in meiner Krippengruppe sorge ich dafür, dass keines der mir anvertrauten Kleinkinder zu kurz kommt. Jeder Schmerz wird mit Zuwendung und Liebe geheilt. Andernorts auf dieser Erde sterben Kinder an Hunger und Krankheit, während an den Börsen auf Lebensmittel- und Medikamentenpreise spekuliert wird. Alle drei Sekunden. Des früheren UN-Welternährungsbeauftragten Jean Ziegler sagt dazu, das ist Mord. Dies ist unfassbar und trifft täglich tausende Menschen, meist Kinder unter 5 Jahren. Liebe Gegnerinnen und Gegner von CETA und TTIP, als Vertreterin der Friedensbewegung, als Vertreterin der Naturfreunde und natürlich als Gewerkschafterin freue ich mich über unser aller Engagement hier und heute und weiterhin natürlich. Wieder wird massenhaft gegen TTIP, CETA und TISA demonstriert, denn unsere sozialen Errungenschaften, wichtige Verbote oder Regelungen zum Schutz der Gesundheit, zum Schutz der Arbeitnehmerinnen, zum Schutz der Lebensmittelsicherheit, außerdem Tarifverträge und kommunale Demokratie, sind von CETA, TTIP und TISA bedroht. Schlimmer noch, dies neuerliche Anheizen der Konkurrenz durch die Schaffung von Handelsvorteilen für die ganz Starken würde global die Gräben zwischen Nord und Süd noch vertiefen. Dabei sind die Reichsten der Reichen, die 60 Menschen, die die Hälfte des Vermögens auf dieser Welt ihr Eigentum nennen, auch innerhalb der Ländergrenzen der Vertragspartner USA und EU oder auch Kanada, die meist Begünstigsten. Ja. Wir wollen keine NATO der Wirtschaft der westlichen Industrieländer namens TTIP oder CETA, weil sie die wirtschaftliche und damit geopolitische Vormachtstellung gegenüber den BRICS-Staaten ausbaut. Erinnert euch, den politischen und militärischen Entspannungsprozess zwischen Ost und West in den 1970ern gingen die Verträge von Moskau und Warschau voraus. Krupp und Rheinmetall konnten am Verkauf von Röhren in die Sowjetunion ihr Geschäft machen. Die Konfrontation der Blöcke wurde nicht zuletzt deshalb eingedämmt, weil der Ost-West-Handel beiden Seiten Vorteile brachte. Gas- und Ölpipelines sind bis heute in Betrieb. Die Freihandelsabkommen, denen wir alle den Kampf angesagt haben, diese würden dazu führen, dass gefrecktes Gas auf Schiffen zu uns käme, damit wir von Russland energieunabhängig werden. So schafft Handelspolitik die Voraussetzung für die Zuspitzung der Konfrontation. Vor kurzem haben sich selbst Mitverursacher wie der deutsche Außenminister erschrocken gezeigt über die Kriegsdrohungen der NATO gegen Russland. Und zwar wurden Bedenken geäußert über die Manöver an Russlands Westgrenze, an denen die Bundeswehr selbst beteiligt war.
von den zahlreichen US- und NATO-Stützpunkten längs der Grenzen und dem Raketenabwehrschirm war nicht die Rede. Weil aber eine gerechte Weltwirtschaftsordnung Voraussetzung von dauerhaftem friedlichen Zusammenleben ist, warnt die Friedensbewegung TTIP, CETA als Wirtschafts-NATO und Militär-NATO gemeinsam sind auf Konfrontationskurs. Hier wird ein weiterer Krieg vorbereitet oder zumindest riskiert. Deshalb werbe ich um eure Teilnahme an der bundesweiten Friedensdemo in Berlin am 8. Oktober unter dem Motto: Die Waffen nieder, Kooperation statt NATO-Konfrontation, Abrüstung statt Sozialabbau, fairer Welthandel statt TTIP und CETA. Helene Hohmeier von den Naturfreunden Hamburg. Schön, dass du bei uns warst. Jetzt bringen wir Transparenz in die skandalösen, intransparenten TTIP-Verhandlungen. Das sagt der Mann, der von der Taz als Öffner der Dokumente gefeiert wurde. Der Leiter der politischen Vertretung von Greenpeace aus Berlin ist heute zu uns nach Hamburg gekommen. Begrüßt mit mir Stefan Krug. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, man sollte Zeitungsberichten gegenüber immer ein bisschen kritisch sein. Und ich glaube, wir müssen vor allem der Person danken, die es uns von Greenpeace ermöglicht hat, diese Dokumente zu veröffentlichen. Das sind für mich die wahren Helden. Es ist großartig, dass heute hier so viele Leute sind. Es ist auch großartig, dass das Hamburger Wetter wieder mitspielt. Wunderbar. Und auch ein Gruß besonders an unsere Kletterer da drüben. Ich hoffe, sie können ihren friedlichen Protest fortsetzen. Denn wir haben, glaube ich, wirklich andere Probleme zu bewältigen bei TTIP und CETA. Vor 4,5 Monaten haben wir von Greenpeace diese Texte von TTIP veröffentlicht. Und seither ist viel passiert. Immer mehr Menschen haben gemerkt, TTIP ist schlecht, und zwar nicht nur für einige Gruppen der Gesellschaft, sondern für uns alle. Und immer mehr Menschen haben sich daraufhin auch den kleinen Bruder angeschaut, CETA, von dem vor 4, 5 Monaten eigentlich noch wenige gesprochen haben, und haben gemerkt, das ist auch nicht besser. Denn CETA und TTIP sind zwei Seiten derselben Medaille. Es ist der Versuch, über Jahrzehnte mühsam errungene Standards im Umweltschutz, im Verbraucherschutz, bei der öffentlichen Daseinsvorsorge, bei den Arbeitsrechten, auf allen sozialen Ebenen zu unterhöhlen und vor allem demokratische Institutionen zu unterhöhlen. Das, liebe Freunde, dürfen wir nicht zulassen. Aber auch die Politik hat reagiert. Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Gabriel sagt mittlerweile, TTIP ist tot. Liebe Leute, wer hätte das vor 4 Monaten gedacht? Aber gleichzeitig versucht Gabriel mit aller Macht, CETA durchzudrücken. CETA, das keinen Deut besser ist. Und die Kanzlerin Merkel und die Union tun so, als würde sie das alles gar nichts angehen. Sie ignorieren, dass die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland gegen diese Handelsverträge ist. Es gibt eben auch Dinge, die sich durch TTIP League leider noch nicht verändert haben. Wir haben immer noch Intransparenz. Immer noch finden die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen statt. Immer noch dürfen gewählte Abgeordnete die Dokumente nur in speziellen Leseräumen sehen und dürfen danach mit niemandem darüber reden, noch nicht mal mit ihren Wählern. Das ist ein demokratischer Skandal. Und für uns als Umweltschützer besonders schmerzhaft, immer noch fehlt das Vorsorgeprinzip in TTIP und CETA. Das heißt, der Grundsatz, dass man gefährliche Technologien wie zum Beispiel die Gentechnik auch vorsorgend verbieten kann, bevor der Schaden eingetreten ist. Denn wir wollen,
Wir wollen keine Genpflanzen aus Kanada. Wir wollen auch kein hormonbehandeltes Rindfleisch aus Kanada. Wir wollen kein Erdgas aus Fracking. Wir wollen kein Öl aus kanadischen Teersanden, wo in Kanada riesige Gebiete verwüstet und vergiftet werden. Das alles wollen wir nicht und dafür brauchen wir das Vorsorgeprinzip rechtlich verbindlich in allen Handelsverträgen. Und das, liebe Freunde, sagen nicht nur wir. Am letzten Montag vor ein paar Tagen hat die Grundwertekommission der SPD ihre Position zu CETA veröffentlicht. Und darin heißt es glasklar, in CETA, und ich zitiere, wird das Vorsorgeprinzip faktisch aufgegeben. Das ist die Realität. Und trotzdem behauptet Herr Gabriel und die EU-Kommission, kein Problem, alles in Ordnung, es bleibt alles beim Alten. Wenn alles beim Alten bleibt, frage ich mich, wozu brauchen wir diese Verträge? Das ist schlicht gelogen. Und wenn heute die Handelskommissarin der EU, Malmström, passend zu den Demonstrationen hier in der Bild-Zeitung verkündet, die TTIP-Bewegung würde Lügen verbreiten und würde Ängste schüren und würde es mit den Fakten nicht so genau geben, kann ich nur sagen, wir wissen, wer hier Ängste verbreitet. Wir wissen, wer hier lügt. Das ist überhaupt keine Frage für mich. Liebe Freunde, wenn das Vorsorgeprinzip fällt, bedeutet das auch, dass Unternehmen, die denken, dass das Vorsorgeprinzip und vorsorgende Umweltgesetze ihre Profite schmälern, gegen diese Gesetze klagen können und gegen die Staaten, die diese Gesetze verabschieden. Und das heißt, wir haben natürlich in CETA weiterhin ein Schiedsgericht, weiterhin eine Sonderjustiz für Unternehmen, ob da ein paar öffentliche Richter drin sind oder nicht. Und das heißt, ein Gericht ohne demokratische Kontrolle. Das ist ein Skandal und das werden wir weiter bekämpfen. In zwei Tagen, am übermorgigen Montag, findet der SPD-Parteikonvent in Wolfsburg statt. Und dort wird die SPD ihre Position zu CETA festlegen. Für mich ist ganz klar, diese Entscheidung ist nicht nur wichtig für Deutschland. Das ist eine Entscheidung, die zentral ist für ganz Europa. Und deswegen sage ich, die SPD hat es am Montag in der Hand, CETA zu verhindern. Und das sollte sie auch tun. Denn wenn wir, liebe Freunde, wenn wir über die Krise in Europa klagen und sagen, Europa, Krise überall, dann müssen wir vor allem dafür sorgen, dass Europa Verträge verhandelt, nicht einfach über die Köpfe der Menschen hinweg. Wir brauchen ein Europa, das endlich wieder die Menschen und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlage in den Mittelpunkt seines Handels stellt und nicht die Profitinteressen von Banken und großen Konzernen. Und deshalb sage ich, wir sind nicht gegen Handelsverträge, aber wir sind gegen diese Handelsverträge. Und wir wollen endlich bessere Handelsverträge. Und deswegen wäre es ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche, wenn die EU hier jetzt endlich die Notbremse zieht. Jawohl. Und deshalb abschließend appellieren wir hier aus Hamburg, insbesondere an die SPD und Herrn Gabriel, aber auch an die Union und Frau Merkel und auch an die EU-Kommission und vor ihren Präsidenten Juncker. Stoppen Sie CETA, stoppen Sie TTIP und haben Sie endlich den Mut für eine faire, ökologische und soziale Handelspolitik. Vielen Dank. Und jetzt darf ich euch den letzten Redner hier auf der Auftaktkundgebung in Hamburg ankündigen. Er ist von einer Organisation, die den TTIP- und CETA-Protest richtig groß gemacht hat und die Demonstration in die Breite getragen hat. Heißt mit mir willkommen, Kampagnendirektor bei Campact, Chris Mildmann. Hallo Hamburg! Moin, moin! Ihr seid ja doch alle da. Ich hatte gedacht, es kommt keiner. Ich habe gehört, TTIP ist tot. CETA aus Gold und Gabriel in Kanada. Aus
Ja, und jetzt stehe ich hier und sehe euch, all die Fahnen und Transparente, diese zehntausenden Menschen hier auf diesem Platz. Ich schaue in eure Gesichter und ich sehe Mut und Entschlossenheit. Und ich weiß, ihr lasst euch nicht einlullen. Ihr wisst es besser. Ihr seid da. Das ist fantastisch. Ihr seid fantastisch. Und glaubt mir, die sind nervös. Im Kanzleramt, bei der SPD in Berlin und auch hier im Hamburger Rathaus. Olaf Scholz zittert. Und wisst ihr warum? Wegen uns. Wegen dieser 7 Demos auf einen Streich. Weil die wissen, überall, wir können das Unmögliche schaffen. Stellt euch das mal vor, macht euch das mal klar. Vor 2 Jahren, da kannte kein Schwein diese 2 Handelsabkommen mit den 4 merkwürdigen Buchstaben. Und heute? Heute stehen CETA und TTIP am Abgrund. Und wir stehen heute mit Zehntausenden dahinter und geben denen den entscheidenden Schubs. Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, ich glaube, für euch ist das Ehrensache. Wir machen CETA und TTIP zum Hauptstadtflughafen der Handelsabkommen. Am Montag entscheidet die SPD und sie kann CETA stoppen. Durch die Partei geht ein Riss wie damals bei Hartz IV. Und was sagt Sigmar Gabriel, der Parteivorsitzende, dazu? CETA wäre Goldstandard. CETA wäre aus Gold. Ist es Gold, wenn mehr als 40.000 US-Unternehmen über den Umweg Kanada gegen unsere Umwelt- und Sozialgesetze klagen können? Ist es Gold, wenn ein Ausschuss installiert wird, der so ganz ohne Parlamente zu beteiligen, das Abkommen weiter verschärfen kann? Was? Ist es Gold, wenn das europäische Vorsorgeprinzip so wenig geschützt wird, dass irgendwann Hormonfleisch und Gentechnik auf unserem Teller landen? Und sag mal, ist es Gold, wenn ein Wirtschaftsminister hektisch nach Kanada fliegt, um dubiose Zusatzprotokolle zu verhandeln? Das kann doch nicht sein. Herr Gabriel, Sie sehen die Probleme doch auch. Was Sie uns hier auftischen, ist kein Gold. Das ist Narrengold, das ist Katzengold, das ist Falschgold. Herr Gabriel, machen Sie es Frau Merkel doch nicht so einfach. Die lehnt sich zurück. Die freut sich. Sie ist doch diejenige, die gerne die, wie sie es nennt, marktkonforme Demokratie durchsetzen will. Sie ist diejenige, die noch mehr Macht für Lobbyisten will, die noch mehr Profite für Konzerne auf unser aller Kosten will. Das darf, Herr Gabriel, das darf, liebe SPD, das darf eine sozialdemokratische Partei doch nicht auch noch verteidigen. Am Montag, liebe SPD, wollen wir euch kämpfen sehen. Und wo wir beim Kampfgeist sind, liebe Grüne, ich freue mich ja ganz ehrlich, dass so viele von euch heute hier sind. Ich sehe da hinten ganz viel grüne Fahnen, aber ich sage auch ganz klar, es reicht nicht länger nur gegen TTIP zu wettern. Ihr sitzt in 10 Landesregierungen mit am Tisch, auch hier in Hamburg. Und die Sache wird ziemlich einfach. Denn wenn ihr in diesen 10 Landesregierungen ganz klar sagen würdet, wir stimmen CETA im Bundesrat nicht zu, dann wäre das Abkommen erledigt. Dann wäre CETA in der jetzigen Form tot.
Und deswegen, liebe Grüne, Frau Fegebank, duckt euch nicht länger weg. Wischt CETA vom Koalitionstisch jetzt! Unseren Gegnern ist ja auch kein Argument zu billig. Nein, wir biedern uns nicht an bei AfD und Pegida. Diese Rechten, die wollen wir hier auf dieser Demo nicht sehen, für die haben wir hier keinen Platz. Und nein, liebe SPD, wir wollen auch nicht die Grenzen wieder hochziehen. Nein, wir sind nicht pauschal gegen die EU. Nein, wir haben auch nicht pauschal was gegen Amerika. Und nein, wir sind auch nicht gegen Handelsabkommen. Aber wir wollen Abkommen, die Regeln setzen, nicht schleifen. Abkommen, die Demokratie stärken, nicht aushöhlen. Und Abkommen, die Globalisierung einhegen und nicht entfesseln. Und diese Standards, die erfüllen TTIP und CETA ganz offensichtlich nicht. Und deswegen müssen die weg. Herr Gabriel, Frau Merkel, hören Sie das? Glauben Sie wirklich, Sie können uns so einfach aufhalten? Wir haben die größte europäische Bürgerinitiative aller Zeiten auf die Beine gestellt. Wir sind zu Hunderttausenden durch Berlin, durch München, durch Hannover demonstriert. Wir haben eure Parteizentralen, eure Wahlkreisbüros belagert. Und heute sind wir schon wieder hier. Wir haben die größte Verfassungsklage in der Geschichte der Bundesrepublik eingereicht. Und wenn ich das hier heute sehe, dann weiß ich, das ist die kraftvollste Bewegung, die wir seit vielen, vielen Jahren gesehen haben. Und dann habe ich, ganz ehrlich gesagt, Gänsehaut. Denn ich weiß, wir können das schaffen. Die haben keine Chance. Wir haben das in der Hand. Und heute fegen wir CETA und TTIP gemeinsam davon. Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, ihr wisst, in Hamburg sagt man Tschüss. Und wir sagen heute Tschüss. Wir sagen Tschüss TTIP, Tschüss CETA, Frau Merkel, Herr Gabriel, wir kommen, jetzt geht es los!